Hi. Leider könnte ich meinen Osterfilm bis heute noch nicht schneiden. Ich schlag im Krankenhaus. Hab mir einen Kiefer gebrochen. Man sieht es ja vielleicht noch an meiner leicht lädierten Mimik. Jedenfalls war da hier links gebrochen, rechts fehlt ein Stück, das ist abgebrochen, das habe ich gelassen. Und da die Haut jetzt alles weggezogen wurde hier, wurde unter anderem auch der Nerv, der die ganzen Muskeln und Gefühle hier steuert, mit beschädigt. Und ja, habe jetzt hier eine Stelle, wo ich nicht so richtig merke. Und wie gesagt, das Augenlid kommt noch nie ganz mit. Und die Augenbraue oder Stirnrunzeln geht auch noch nie. Habe verschiedene Videos jetzt im Krankenhaus geguckt. Soll innerhalb der nächsten, was weiß ich, 4 Wochen bis 3 Monate ungefähr wieder sich so weit erholt haben. Der Arzt sagte, er hat definitiv nichts kaputt gemacht. Ist ja immer so eine Sache. Letzten Endes ist das ja auch, wenn du einen Kabelsatz drüber ziehst, kannst du ihn zerreißen. Wenn du ja, so ein paar Nerven rüber ziehst, kannst du ihn zerreißen. Werden wir sehen, was sich hier tut. Ja, jedenfalls, jetzt habe ich mal lieblos den Kiefer gebrochen gehabt. Ein Schneidezahn ist komplett verloren gegangen. Wir haben das jetzt erstmal geschient. Jedenfalls, der mittelste hier, oder der linke von den zwei mittelsten, der war nach hinten verbogen. Den hatte ich dann, als ich das mitkriegte, gleich wieder richtig reingedrückt. Fühlt sich noch leicht wackelig an, könnte sein, den müssen wir auch neu machen. Und mein Stiftzahn, den ich hier habe, da ist ein bisschen was weggeplatzt. Also das ist das kleinere Übel, die Halterung ist noch okay, der Dübel und der Stift. Braucht man theoretisch bloß einen neuen draufkleppen. Das ist erstmal nie das große Problem. Ja, ich bin jetzt nach 10 Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus. Die haben wie gesagt den Kiefer angeschraubt. Es drückt alles noch ein bisschen und zieht rechts und links. Hab jetzt und darf auch 3 Wochen noch nur noch Suppe essen, danach langsam auf festere Nahrung übersteigen. Wenn du eh bloß Suppe hast, manchmal hat es irgendwie so besonders geschmeckt, da man ja nie mit dem Löffel und den Geruch hat, sondern aus der Schnabeltasche. Der Kiefer war zugebunden die ganzen 10 Tage jetzt. Haben sie erst gestern wieder freigemacht. Konnte ich nur aus der Schnabeltasse trinken, da hat es eh nicht besonders geschmeckt, weil man das ja auch nicht riecht, was man isst. War schon teilweise leckere Suppen dabei, sag ich mal. Ich esse gerne Blumenkohl und es gab zweimal Blumenkohlsuppe, aber ich hast du eigentlich nicht so richtig mitgekriegt. Weil, wie gesagt, der Geruch den fehlt. Warmpuddingsuppe habe ich eigentlich das letzte Mal bei der Armee gekocht. Habe ich mir vorhin, als ich zu Hause war, das erste Mal wieder seit 30, 32 Jahren ungefähr wieder gekocht. Das war mal wieder was Leckeres. Gut, gab es ja auch im Krankenhaus, aber da war es nicht so richtig warm und dann Hallo. Und ich bin mir jetzt mal ins Auto gesetzt, weil hier hatte ich noch eine Flasche Bier. Und habe mir die jetzt hier aufgemacht. Prost erstmal. Weil nach 10 Tagen im Krankenhaus, da hat man echt wieder mal Appetit auf ein Löffel Bier. Gebrochen habe ich mir den Kiefer, weil ich war beim Kumpel mit dem Fahrrad gefahren. Der Unfall ist passiert, weil ich nie auf dem Plan habe, dass ich beim Kumpel neben der Gartenausfahrt ungefähr einen halben Meter runter geht. Oder 30, 40 Zentimeter.
Also in die ganzen halben Meter vielleicht. Und ich war hinter dem Kumpel, wollte losfahren und dem im Vorbeigehen noch Tschüss sagen. Und machte einen Schlenkel nach links und weg war es. Und da das dunkel war und ich gar nicht damit gerechnet habe, wenn man Zeit hat, wenn man irgendwo mit dem Fahrrad hinfällt, hat man ja Zeit. Man merkt, der Lenker fängt an zu verreisen oder was auch immer. Man rutscht oder da hat man Zeit, kann sich darauf vorbereiten und irgendwo noch abfangen. Aber da das völlig unverhofft kam, konnte ich mich halt nicht abfangen und bin voll auf den Kinn aufgekommen. Zack. Hier war er durch, der Kiefer. Hier ein Stück weggeplatzt. Den einen Zahn hat es zweimal gebrochen und nach unten gedrückt. Den haben sie dann bei der OP mit rausgeholt, weil da war nichts mehr zu machen. Den anderen, der hier locker war, den haben sie mit Feste gemacht. Meine Stiftzahn haben sie auch erstmal drin gelassen. Und naja, müssen wir sehen. Kann eh jetzt erst in 2 Monaten oder so zum Zahnarzt gehen. Solange muss der Kiefer noch etwas ruhen. Ja, jedenfalls hat es mich voll entschärft gehabt. Schon der Kumpel sagte gleich, okay, ich schlaf bei mir jetzt hier und morgen gehe ich zum Zahnarzt. Beziehungsweise es war ja dann noch Montag, Osterfeiertag. Ostermontag. Und da hatte ja der Arzt nie oft, da bin ich dann in der Uniklinik gefahren, wollte erst in die, was war das hier, Notaufnahme, normale Notaufnahme oder jedenfalls leider stört hier zahnärztliche Notaufnahme oder sowas und bin ich gleich dorthin. Ich hatte, als ich gestürzt bin, erst eigentlich tut natürlich alles weh, aber das nimmt man nicht auf voll. Du bist hingeflogen, tut eh alles weh. Ich habe dann durchgemerkt, Zahn weg. Lüge. Ja gut, musste zum Zahnarzt am Montag oder nächste Woche oder wann auch immer. Nützt ja nichts. Und kommt das auch jedenfalls hier, okay, schläft gleich bei uns. Hat er mir oben das Bett klar gemacht und danke übrigens, Roman. Jedenfalls, irgendwann in der Nacht habe ich dann mitgekriegt, du kannst ja gar nicht zubeißen. Kriegt die Gusche nicht zusammen. Fehlte immer hier so ein Stück, bis ich den Gegenbiss hatte. Früh tat auch noch alles weh. Bin ich dann in der Uniklinik. Ach, da haben sie mich auch noch abgezockt. Die Schweine haben mich total abgezockt. Ich war vor 2 Jahren, als meine Schwester dort lag, öfters mal hingefahren mit meiner Mutter. Und da sie sie nicht so gut laufen kann, haben wir immer dort gleich auf dem Gelände geparkt. Kannst dort eigentlich vor der Notaufnahme überall gut parken. Und da kam das immer so 1, 2 Euro pro Stunde. Und da dachte ich dort rein, dich verarzten lassen und wieder los, kostet allenfalls, wenn du Pech hast, 10 Euro. Jedenfalls, okay. Ich kam da zum Aufnahmearzt, die schickt mich zum Röntgen, Zahnarzt, schickte mich zum Röntgen und sagte, nee, das sieht böse aus, geh mal hier in der. Geh mal in die Kiefernchirurgie.
Naja, bin ich dorthin, hat er sich das dort angeguckt. Dann hat er mich wieder irgendwo zum Röntgen geschickt, beziehungsweise zur Computertomographie. Und als ich dann wieder bei dem da war, hat er mir auch gezeigt, guckt sich das an und sagt, beidseitig gebrochen. War letzten Endes bloß auf der einen Seite ein bisschen was weggeplatzt. Das beim genaueren Hinsehen, das konnte man lassen, aber die eine Sache musste halt gemacht werden. Okay, wir behalten dich gleich da und bleibst du hier. Ich habe gesagt, ich muss erstmal mein Zeug holen und ein paar Wechselklamotten und was weiß ich. Bin wieder zum Auto, bin rausgefahren, hingefahren. Wieder dort rausgefahren, stehe an der Schranke, stecke meine Marke rein. 27 Euro. Böse, böse, böse. Aber na gut. Hab dann nichts weiter gefunden, hab die 27 Euro bezahlt, musste ich ja eh. Hätte ich eh nicht machen können, groß. Und bin dann heim. Jetzt die Tage habe ich nochmal geguckt. Seit ich vor 2 Jahren dort war, haben die Preise so massiv erhöht, dass die Viertelstunde, dass die pro Viertelstunde immer was abrechnen. Und ich eine 1,50 oder jedenfalls war ganz schön viel geworden. Bin dann mit Roman in der Uniklinik gefahren wieder. Danke nochmal, Roman. Mein Auto wieder zu Hause stehen lassen. Hab bloß ein paar Klamotten mitgenommen und gut. Ja, sollten Sie voraussichtlich gleich am Dienstag, Montag bin ich rein, Ostermontag, wollten Sie am Dienstag dann gleich operieren. Ich war gleich als Erster dann eingetragen um 8, 9. Was will ich, wenn die früh anfangen? Ich eigentlich nicht darauf geachtet, egal. War jedenfalls früh als Erster gleich eingetragen und kam doch kein Anästhesist vorbei. Deswegen haben sie mich dann auf den Mittwoch verschoben. Mittwoch war ich dann auch der Erste früh dran. War um 12 um 1 in der Drehe wieder auf dem Zimmer. Die haben dann doch auf die linke Seite verzichtet, weil die halbwegs gut aussieht. Und doch bloß was weggeklappt ist, dann das haben sie wieder angeschraubt. Hier vorne kriegte ich 4 Schrauben rein, da haben sie dann Gummizüge reingebaut, da ich den Mund nur ein kleines Stückchen aufmachen kann. Die haben sie dann mal nachgespannt am nächsten Tag, da ich gar nicht mehr aufmachen konnte. Und so war das jetzt die ganzen 10 Tage nach der OP. Gestern haben sie mir die Gummis wieder rausgenommen und heute durfte ich dann nach Hause fahren. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich habe den Plan jetzt hier, den, was sie mir aufgeschrieben haben. Aber ich habe noch 2 oder 3 Wochen nur Suppe oder sowas zu essen. Und kann dann langsam mit Beißen wieder anfangen. Darf auch jetzt noch nicht zum Zahnarzt gehen, das muss alles erstmal richtig noch wieder wachsen. Man merkt auch, es zieht immer wieder mal ein bisschen. Anderes Problem, um an den Kiefer zu kommen, machen die hier mehrere Schnitte. Packen die ganze Haut an und ziehen die irgendwo hier zur Seite und weg. Und da kommt allerdings hier aus dem Ohr raus der Nervenstrang, der die Mundwinkel jetzt im Dunkeln scheint es zu passen. Jedenfalls die Mundwinkel, dann ja, die Muskeln hier, die das Auge dann so ein bisschen zusammenpumpen. Und die Stirne und dann auch das Gefühl habe ich hier keins mehr.
Wie ich aus dem Auge kriege, ich noch nie 100 pro Schuh. Da habe ich noch so eine lustigen Glaspflaster gekriegt. Sieht aus wie die, kennt ihr so einen Horrorfilm, die Fliege? Das könnte ich jetzt die Fliege 3 drehen oder so. Mit meinen Facettenaugen. Na gut, Spaß beiseite. Wird jedenfalls noch mich eine Weile ärgern. Übrigens, Uniklinik war eigentlich ganz toll. Ich war vor 10 Jahren, ich glaube, das waren so circa 10 Jahre, da war ich schon mal dort, da hatte ich mir damals das Handgelenk gebrochen gehabt. Und könnt ihr euch noch an den Werner-Film erinnern? Im Werner-Film gab es doch die Szene im Krankenhaus, zack, wo die Schwestern da reinkommen, zack, Wuling, 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 Hektik, Hektik, Hektik. Und du wirst an den Schlaf gerissen und... Was ist hier los? Was ist denn? Hast du uns für den Morgen gesteift? Das ist nicht mehr so. Also damals, wo ich wegen Handgelenk im Krankenhaus war... Schön, waschi, waschi machen. War es noch so. Ei, 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 wo ist er denn? Sehr übersichtlich. Ich glaube um 5 oder um 6. Ich glaube eher um 5 kam schon die erste Schwester rein, zack, ich schloss an den und den und den und Tropf an. Wieder raus. So. Bist du so aus dem Schlaf gerissen? Licht brennt noch, volle Bulle. Renn, steigst du aus dem Bett? Wirklich? So war es im Werner-Film, so war es damals real. Steigst du aus dem Bett, machst das Licht wieder aus, zack, Ruhe. Bist gerade wieder eingegrunzt. Kommt die nächste rein. Sagt, komm mal raus, wir müssen Bett neu beziehen und. Ach, rennt wieder. Alles dunkel draußen, mitten in der Nacht. Was denn nun schon wieder los? Wuling. Jedenfalls, das war ein Hektik. Du warst. Wurdest früh aus dem Bett gerissen und warst fertig. Ging rein. Gar nicht mehr so jeden heute. Morgen dasselbe Theater. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Schon wieder das ist heute gar nicht mehr so. Aus, Ende. Ich bin, beziehungsweise, andersrum, früh so circa um 6:30, irgendwo zwischen 6 und 6:30, kam eine Schwester kurz rein. Machst du doch mal kurz die Tür auf, die auf die guten Morgen. Draußen war schon halbwegs Licht, jetzt diesmal ist ja nicht mehr Winter. Und da könnte man so langsam munter werden. Und dann kam sie rein, haben den Tropf eingesetzt, du bist eigentlich schön liegen geblieben, entspannt. Das war eigentlich diesmal ganz okay. Und war eigentlich immer ziemlich entspannte Atmosphäre. Die Schwestern waren zwar unterbelegt und hatten auch Stress gehabt und viel Arbeit, aber als Patient hat man da nie allzu viel mitgekriegt. Es war eigentlich wirklich ganz entspannt und relaxed eigentlich. Tja, bei so einem rebellischen Benehmen ist auch ein Einlauf fällig. Und ja. Die machten eigentlich alle wirklich einen ganz guten freundlichen Eindruck. Konnte auch mal nicht Rücken umwechseln. Besonders die Essenfrau, obwohl die auch manchmal total gestresst war. Immer ruhig geblieben, nie durchgedreht. Relaxed die geblieben. Mit äußerster Konzentration durchgeführt. Jawohl, Herr Professor. Kaffee konnte man jederzeit nachholen. Ich hab den Trink früh und nachmittags da zwei Tassen. Es gab auch mehrere. Gut, für mich gab es nur mal bloß Suppe.
wer richtig essen durfte, der hat ordentliches Essen gekriegt. Das Essen, das macht er eigentlich auch, schmeckt total. Das Essen schmeckte auch eigentlich immer sehr gut. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Wie gesagt, ich als Schnabeltasse habe da nicht genutzt. Weil Geruchssinn spielt ja doch eine große Rolle. Aber wer jetzt richtiges Essen gekriegt hat, der hat auch immer gesagt, es war eigentlich alles lecker. Gab immer gut. War eigentlich ganz gut auch von Mahlzeiten. Das gab Frühstück, das gab ein zweites Frühstück, da kriegtest du nochmal so eine Eierflockensuppe oder so, die waren eigentlich ganz lecker. Dann Mittag, Kaffee trinken, gab es auch meistens einen Kaffee und einen Joghurt oder Pudding oder irgend sowas. Für mich einen verdienten Pudding. Und abends dann auch noch mal eine Suppe und Joghurt oder Pudding. Also ich kriegte immer zwei so eine Schnabeltaschen voll. Ich fand interessant, da ich erstens in der Einschuh war, der vom Fahrrad fällt und sich einen Kiefer bricht. Im Nachhinein habe ich gelesen, das ist die häufigste Verletzung bei Fahrradstürzen. Lach jedenfalls einer neben mir, dem ist dasselbe passiert, der ist vom Fahrrad gefallen und hat sich den Kiefer gebrochen. Dann hat man einen, der hat geschnarcht wie verrückt. Also ich habe ihn erst nachher mitgekriegt, beziehungsweise ich habe ihn mitgekriegt, wie er schläft. Ich kann nicht sagen, ob der noch schnarcht, die anderen sagten, der schnarcht nie mehr. Dann war ich ja da. Ich konnte ihn voll ersetzen. Jedenfalls, weil der halt so sehr schnarcht, hat er sich den kompletten Kiefer, Ober- und Unterkiefer, 4 cm vorsetzen lassen. Das ist wohl so eine Sache, die man jetzt macht, wenn man zu viel schnarcht. Wischen gehört aber auch viel Mut dazu, muss ich sagen. Einfach zack, alles abschneiden und vorsetzen. Da ist nichts raus. Weiß ich nicht, ob ich das wollte oder könnte oder was auch immer. Jedenfalls, dann hat man, der war in der Neustadt, da hat einer Spiegel eingetreten. Autospiegel eingetreten. Am Auto von seinem Bruder unter anderem. So, die sind hinterher, haben sich den Typ gegriffen, haben den zur Rede gestellt und plötzlich riss er sich wieder los und rannte wieder weg. Ist da hinterher gerannt, der Typ drehte sich um, warf mit einer Flasche, die er in der Hand hat, kriegte die Flasche ans Auge und war erst mal K.O. Ist hier was weggeplatzt, Auge irgendwie vom Knochen, also von der Einfassung hier irgendwas weggeplatzt, hat das Augebild drüber gekriegt und jedenfalls den haben sie, wissen ob ich das Stück nicht so rausgeholt oder so, aber das Problem, der ist dann zwar bei uns aus dem Zimmer rausgekommen, wurde in die Augenklinik verlegt, weil er hatte immer wieder zu großen Augendruck und im Auge gibt es so eine Art Überdruckventil, was den Druck dann wieder ablässt, wenn das Auge zu viel Druck hat. Wie auch immer das funktioniert, habe ich mir noch nie angeguckt und mich nie weiter damit beschäftigt. Jedenfalls, der war natürlich auch nie ganz so gut drauf. Ja, den mit dem Ding, dann hatten wir einen totalen Arsch auf dem Zimmer. Irgend so ein Straßenbauarbeiter. Das war aber total rücksichtsloser Typ. Alle drei auf dem Zimmer haben sich dann irgendwann so kurz vor 10 hingelegt, wollten schlafen.
Prompt drehte dann den Fernseher ein Stück lauter. Warum auch immer, hat noch keiner geschnarcht. Haben alle sich durch erstmal eingelegt. Und guckte irgendeinen Müll. Das war noch nicht mal eine Sendung, wo ich sagen könnte, das könnte interessant sein. Das muss man vielleicht auch unbedingt mal gucken. Irgendeinen Scheißrotz hat er sich angeguckt. Und jedenfalls, ich mich dann hingelegt, Augen zu. Das war ein oder zwei Tage nach der OP. Mir ging es eigentlich noch gar nicht besonders gut. Ich habe mir dann das Kopfkissen über den Kopf gezogen, weil ich dachte, okay, nützt ja nichts, wir müssen zu viert klarkommen. Und ich sag mal, wenn der unbedingt das gucken will, soll er es doch halt gucken. Aber irgendwie konnte ich dann doch nicht einschlafen, habe ich dem dann doch mal angeranzt. Kannst du mal ein bisschen leiser machen? Er sagte so, was, ich hörte nee. Kann auch sein, der hat okay gesagt, wollen wir uns jetzt mal nie weiter drüber auslassen und ärgern. Ich sage mal, er hat okay gesagt und hat auch ein Mühlaser gedreht. Die nächste Nacht ging es los. Ich schnarche nicht ziemlich stark. Jedenfalls die nächste Nacht, weil ich weiß, dass ich schnarche wie Ohr, warte ich, wenn ich irgendwo, hatte ich mir früher mal schon angewöhnt, warte ich meistens, bis alle im Zimmer sägen und mache dann erst die Augen zu und versuche einzuschlafen. Kaum, dass ich anfing zu sägen, brüllte der los. Ruhe hier und das, wo der auch an dem Tag auch schon wieder irgendeinen Film gucken wollte und gemacht. Ich merke es dann teilweise auch, sobald ich die Augen zu habe und langsam abdrifte, geht's los. Nützt nichts, mischt halt durch. Ich bin halt nun mal Säger. Jedenfalls brüllte der jedes Mal los, da war ich natürlich unterwach, hab mich so lange wach gehalten, bis ersten Schnarchgeräusche von ihm kamen drüben und dann erst wieder die Augen zugemacht. Das ging so, was weiß ich, mehrfach die Nacht bis um 1, um 2. Und dann war ich aber teilweise auch ein bisschen böse gewesen. Jedenfalls habe ich mich so aufgeregt, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich lag die ganze Nacht wach. Der Typ hat vor sich hingesägt. Und irgendwann dann, 2-3 Stunden später, fing der neben mir an zu sägen, links von mir. Der ganzen Abend noch gar nicht gesagt. Fing der Typ da hinten, dieser blöde Baufuzzi, auch wieder an zu schreien. Das ging mir dann so auf den Geist, da war ich dann so böse, da habe ich noch dreimal mit mir gekämpft, machst du das oder machst du das nie? Weil ich mir schon überlegt habe, den musste mal die richtige Meinung geigen. Ich hatte ehrlich gesagt, der sieht ein bisschen brutal aus, war wahrscheinlich eher harmlos der Typ, aber ich hatte im Hinterkopf auch ein bisschen Angst, irgendwann reicht es ihm und der schlägt auf dich ein. Und das mit dem frisch reparierten Kiefer muss vielleicht nicht gerade unbedingt sein. Jedenfalls, der neben mir fing dann an zu sägen und der brüllte wieder los. Ich noch mal kurz mit mir gehadert und dann dachte ich, jetzt muss ich deine Meinung sagen. Und Bin ich dann aufgestanden, hab das Licht angeschalten, nochmal kurz einen Ton gesagt, bis alle auf dem Zimmer wach waren, weil das, wenn soll, hab ich mir gedacht, soll nie einer mittendrin aufwachen und dann bloß die Hälfte mitkriegen, weswegen ich mich überhaupt ja
echauffiere und was weiß ich. Hab nochmal so gesagt, Entschuldigung hier, das ist mit weg, aber ich muss jetzt mal loswerden. Du, der hieß André, das finde ich toll in Ordnung von dir. Ich wurde eigentlich ziemlich aufgebracht. Das hast du an meiner Sprechweise dann auch so halbwegs mitgekriegt. Jedenfalls bin aber meines Erachtens auch noch so weit ordentlich und höflich geblieben. Da ich dem gesagt habe, so geht das nicht weiter, das kann ich nicht machen. Ich schnarche nochmal nachts und ich habe immer gewartet, bis du einschläfst. Sobald du gesägt hast, habe ich erst die Augen zugemacht und das geht so nicht weiter. Du weckst auch außerdem die anderen zwei mit, die sich halbwegs arrangiert haben mit meinem Geschnarche und so halbwegs die Nacht überstehen. Lass dir Oropax geben oder Schlafmittel oder was auch immer, aber halt einfach jetzt deine Fresse. Dann habe ich Licht wieder ausgemacht, habe mich hingelegt und dann habe ich nie gewartet, dann habe ich die Augen zugemacht. Habe mich noch dreimal rumgeworfen, aber dann konnte ich mich weit beruhigen, bin dann eigentlich schon klar eingeschlafen, dann war Ruhe. Nächsten Abend hat er sich Oropax geben lassen. Weiß nicht, ob es geholfen hatte. Ein Tag später wurde der entlassen. Ja, andere Sachen, die es noch dort gab. Also wie gesagt, wir hatten den, der hatte auch den Kieferbruch wie ich. Auch bloß auf Innerseite. Ich weiß nicht, ob der links oder rechts hatte. Ich glaube auch links. Jedenfalls, dann hatten wir den, dass sich ein Kiefer, Ober- und Unterkiefer, hat vorsetzen lassen. Dann, der hatte auch irgendwo ein Kieferproblem, ich weiß jetzt nicht genau, was der hatte. Mit dem konnte man sich auch nie und normal unterhalten. Übrigens, als der nachts mal losbrüllte, hat er seine Schwester auf dem Gang gehört, kam rein ins Zimmer, war natürlich alles dunkel, guckte hier rein, alle lachen sie. Kein Schwein was gesagt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nachts gebrüllt hätte, hätte ich zumindest gesagt, Entschuldigung, ich hatte irgendwie schlecht geträumt oder was auch immer. Jemand aus Bautzen kam dann rein, der hat eine Gasleitung, eine alte Gasleitung wegflexen wollen. Ist dem die Flexscheibe zerflogen und fällt hier rein. Sah echt nicht gut aus, war auch alles ein bisschen zerschossen, da wurde eine schöne Narbe abhaben davon. Ja, jedenfalls, dann hatten wir noch jemanden, der auch von seinen Nachbarn ein paar auf die Fresse gekriegt hat. Bei dem war auch ein Stück Knochen weggeplatzt, war nie ganz so schlimm. Aber hat halt gereicht von der Aufnahme im Krankenhaus. Ja, das ist jetzt erstmal bloß als kurzer Bericht gedacht, wie mir es ergangen ist und was ich habe im Krankenhaus erlebt. Weil im Netz nie allzu viel darüber zu finden ist, zumindest über die Behandlung und was man dann beim Essen beachten muss und beim Essen bzw. was man sich kochen kann und besorgen kann. Werde ich später noch mal was berichten und das auch mit online stellen, damit Betroffene dann auch mal was zum Nachlesen oder Schauen haben. Auf dem Krankenhausgelände gibt es auch mehrere Caches. Da habe ich mir ein paar dann geholt. Ich konnte ja jeden Tag auch ein Stück spazieren gehen. Du solltest zwar nie das Gelände vom Krankenhaus verlassen, aber die 500 Meter bis zum Waldpark bin ich auch zweimal gegangen. Da habe ich mir auch noch einen Cache geholt. Hier nochmal ein paar Fotos davon. Und das soll es jetzt erstmal gewesen sein.
Ja, auch der Internetzugang war in der Klinik einwandfrei. Hat dicke gereicht, um abends noch mal ein Video streamen zu können oder so.